So, auf geht's zu den Langensteiner Höhlenwohnungen. Kein Aufgang zur alten Burg. Herabstürzende Sandsteine, da wollen wir nicht hin. Das sieht schon cool aus. Das war bestimmt der Pförtner von der Wohnanlage hier. Hier hat man vielleicht Blick auf... Nee, ich gehe nicht hoch, das ist mir zu rutschig. Ach, guck mal, hier geht's auch hoch. Doch, hier muss er mal hoch. Einer meiner Lieblingssätze lautet ja, unter Einsatz meines Lebens kletter ich jetzt hier hoch. Cool. Ja, hier war bestimmt die Kochstelle. Denn die Decke ist ganz schwarz. Vielleicht geht es hier ins Schlafgemach. Vielleicht können wir auch noch irgendwas lesen, dass ich sagen kann, von wann das ist. Oh, ich gehe nicht gerne in sowas rein, weil ich nicht weiß, was einen erwartet. Es stinkt außerdem. Also die Decke kann ich erreichen. Stimmt, vor ein paar Jahren bin ich hier noch hoch. So, jetzt bin ich oben. Du Scheiße. Entschuldigung. Na, die sind ja leichtsinnig. Die müssen doch den ganzen Weg sperren. So, Ausblick. Auf Langenstein. Trinkwasser war gleich in der Nähe. Da ist der Teich. Tja, wir hoffen nur, dass wir nicht erschlagen werden. Das war bestimmt die Spüle oder eine Babywiege aus Stein, eine nicht mobile. Das war eine Einraumwohnung. Hier geht auch ein Trampelpfad nach oben. Mal schauen, ob ich was sehe. Ist vielleicht eine Abkürzung nach oben. Ich war gerade neben dem Häufchen da. Ja, moderne Abwasserrohre sind schon da. »1787« steht dort oben über dem Oberlicht. Dann mal hinein in eine Höhlenwohnung. Kachelofen. Ja, es ist so dunkel. Geht's hier hinten rum? Nee.
Ah ja, Karl Rindert wohnte bis 1916 in dieser Felsenwohnung. Karl vor seiner Wohnung. 1177 bauten die Halberstädter Bischofshöfe und so weiter. Tja, ach. Nee, es ist leider zu dunkel. Es ist ein Ofen. Feuerstelle, nee, hat keinen Zweck. Hier steht ein Topf. Auf so einem. Hat keinen Zweck. Hier war bestimmt das Wohnzimmer. Schön hell, freundlich. Oh Gott, wenn der mal abends hier nach Hause gekommen ist. Oh, Halberstädt. So, er hatte auch Nebengelass. Das Dach. Ja, direkt an den Felsen rangebaut. Ach so, hier war auch zu. So, wenn schon, denn schon, ne? Tja, was denn hier drin ist, wissen wir nicht. Hier ist verschlossen. Da sieht man nichts. Kleinen Vorgarten hat er gehabt. Naja, das ist alles rekonstruiert worden. Da geht es noch weiter. Aber hier geht es erstmal zum Ausblick über Langenstein. Und wieder bis hin nach Halberstadt. Aber es fängt an zu fusseln. Vielleicht ist jetzt die Sicht auch nicht mehr so gut. Ja, Langenstein und Halberstadt. So, da sehen wir den Vorgarten von Karl. Und keine 20 Meter weiter wohnt der Nachbar oder die Nachbarin. Dann wollen wir da mal hinein. Zu Karls Nachbarin. Der Fluchtweg. Ah ja, hier war bestimmt die Schlafgelegenheit. Hier wurde immer Frischwasser aufgefangen. Oh, hier geht's auch noch mal irgendwo lang. Ich glaube, ich höre ein Flugzeug. Na, an dieses Geräusch müssen wir uns erstmal wieder gewöhnen, wa? Ich
für alle Nachfahren, ich spreche aus der Corona-Zeit zu euch in die Zukunft. Wieder runter. Ich mache lieber mal aus, damit ihr meinen Schrei nicht hört, wenn ich jetzt hier abrutsche. Jetzt huschen wir ganz schnell an dem herabgestürzten Sandsteinhaufen vorbei, in der Hoffnung, dass nicht ausgerechnet jetzt noch mal was herabfällt. Ja, es geht bergab und das eigene Körpergewicht schiebt, sodass man aufpassen muss, dass man nicht rutscht. Aber es ist auch noch diese Rinne, ne? Da kann man ohnehin ein bisschen schlecht gehen. Ja, man sollte also normal gut laufen können, wenn man hierher möchte. So, geschafft. Ja, und Tatsache, hier stand wirklich nur kein Aufgang zur Altenburg. Also nicht kein Aufgang zu den Sandhöhlen.